Hallo und willkommen auf Splatterheads PS4 Kanal. Weiter geht's mit Kaputtes Spielzeug, der dritten Episode von der letzten Staffel von The Walking Dead. In den letzten Videos haben wir Abel verhört, um herauszufinden, wo unsere verschleppten Freunde verschleppt wurden. Und nun schmieden wir einen Plan, um diese wieder zu befreien. Und im letzten Video durfte Clem einmal kurz ein Beißer werden. Aber ihr könnt euch das Video gerne ansehen, um es dann festzustellen, wie sie ein Beißer wurde. Und nun geht's weiter mit dem fünften Video von The Walking Dead, die letzte Staffel, Episode 3, Kaputtes Spielzeug. Viel Spaß! Und um mehr Videos von mir zu sehen, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal oder andersrum, ist mir egal. Hat sogar gereimt. Viel Spaß! Langsam nimmt das Ganze Gestalt an. Hey ihr zwei, schön, dass ihr da seid. Wir brauchen Beleuchtung, Musik und etwas, was wir auf das große Ding da schreiben. Wenn wir schon sterben, sollten wir vorher Spaß haben. Musik? Spielst du den ganzen Abend lang Klavier? Bloß nicht. Ich will doch auch Spaß haben. Aber wie? Hast du noch nie einen Plattenspieler gesehen? Komm her, ich erkläre dir diese Zauberkiste. Also benutzen wir das Banner für ein Partymotto? Nicht ganz. Es sollte eher die Moral anheben. Ich denke, es sollte kurz sein. So viel Platz haben wir nicht. AJ, warum denkst du dir nicht was aus? Wirklich? Ich habe eine Idee. Es wird eine Überraschung. Ich verspreche auch nicht zu fluchen. Gefällt mir. Wir können Penn bitten, es mit seinem Pinsel zu schreiben. Hier, schau mal. Wenn du das drehst, spielt es Musik. Egal, was du hören willst. Wäre ja keine Party, wenn es keine coole Beleuchtung gäbe. Ich überlege hin und her wegen der Farben. Grün ist beruhigend, aber Purpur wäre irgendwie cool. Der Mond scheint in den Raum hinein. Also was dazu passen könnte. Dekorieren wir den Raum grün. Sieht aus, als wollten wir Leprechauns beschwören. Bevor du fragst, Leprechauns sind schwer zu erklären und es gibt sie nicht. Ich krieg das hin. Und der Plattenspieler. Ich habe das Grammophon des Direktors gefunden. Wir könnten Musik spielen. Keine tolle Auswahl, aber es reicht. Country ist gut. Was für Musik magst du am liebsten? Vielleicht Country. Das höre ich am liebsten. Glaub mir, wir sind alle sehr überrascht. Das wird so ein richtiges Halligalli. Gibt schon wieder GEMA-Probleme. Also werde ich nachher den Musiktrack einfach mit schnellerer Geschwindigkeit laufen lassen. Er ist in Marlins Büro. Er hat wohl eine Überraschung für die Party, aber er wollte sie dir zuerst zeigen. Hey Clem, schau mal, ich habe Bücher über Schiffe gefunden. Da geht es um coole Sachen wie Feuer auf dem Meer und Explosionen und so. Der Boiler ist der Schlüssel. Wovon redest du? Ich habe eine Idee, wie wir verhindern, dass die Arschlöcher zurück zur Schule kommen, nachdem wir die anderen gerettet haben. Und dass sie noch mal jemandem wehtun. Wir jagen das Schiff in die Luft. Nur so können wir verhindern, dass sie wiederkommen. Und es fühlt sich richtig an, wegen Mitch. Ich will dich ja nicht entmutigen, aber wir werden auf dem Schiff sein, um die anderen zu retten. Bitte bring uns nicht alle um. Was? Nein! Es stimmt. Ich muss mir noch ein paar Details überlegen. Aber keine Sorge. Ich werde euch genug Zeit geben, das Schiff zu verlassen, bevor es explodiert. Glaub mir, wenn das Ding explodiert, fühlen wir uns alle viel besser. Okay, Leute. Zeit für den Boogie. Hey, Clem. Tut mir leid, dass ich vorhin fies zu Ten war. AJ hatte recht. Ich hätte das nicht zu ihm sagen sollen. Ich wollte nicht ausrasten. Ich weiß, es ist nicht seine Schuld. Das ist ja schön, Willy. Aber sag es lieber Ten. Musik.
das sieht toll aus, Ruby. Danke, Zwerg. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Aber warte erst mal ab, was ich noch geplant habe. Los, amüsier dich. Ich sag dir dann Bescheid. Dann gehe ich mal los. Wie ich sehe, arbeitet ihr zusammen. Ja, Willy wollte, dass ich ihm bei seinem Spezialprojekt helfe. Das freut mich wirklich. Ist sie fertig? Einsatzbereit, Clem. Sie wird funzen. Ich, dachte, wir könnten ihr einen Namen geben. Er muss cool sein. Ich finde, sie hat einen Namen verdient. Ja, wir müssen ihr unbedingt einen Namen geben. Ich dachte, du machst dich lustig. Aber ja, geben wir dem Ding einen Namen. Du hast sie gebaut, sie kriegt deinen Namen. Willy Junior. Wie mein Name, Elvin Junior. Stimmt. Ich habe meinen Namen immer gehasst. Jetzt nicht mehr. Willkommen auf der Welt, WJ. Ich hab sie. Also, Clementine. Hier sind unsere offiziellen psychologischen Beurteilungen und Probezeitberichte. Okay. Kapier ich nicht. Tja, Zwerg. Die erklären, warum wir alle überhaupt auf diese Schule geschickt worden sind. Und warum wir auch nach unserer Ankunft nervige Idioten geblieben sind. Und was spielen wir? Ich dachte, wenn wir morgen alle auf eine Himmelfahrtsmission gehen, solltet ihr wissen, wer wir wirklich sind. Ich lese ein Stück vor, das die Erwachsenen geschrieben haben. Und ihr müsst raten, zu wem von uns die Beschreibung passt. Nee, aber ich achte darauf, dass es jemand ist, den du auch kennst. Okay, los geht's. X ist zwar außerordentlich begabt, hat aber immer wieder Wutanfälle, flucht unbeherrscht und gerät in körperliche Auseinandersetzungen mit den Professoren. Puh. Alle. Das beschreibt doch so gut wie alle hier im Raum. Hey, ich bin das sanftmütigste, eloquenteste Sorgenkind, das es je gab. Ich fluche nie. Macht er nicht. Das ist Rubys Akte. Ach du Scheiße. Echt? Schuldig, euer Ehren. Unsere liebe Ruby hier war ein kleiner Teufel, als sie hier angekommen ist. Einmal hat sie die Hauswirtschaftslehrerin mit einer riesigen Grillgabel über den Hof gejagt. Niemals. Mir geht's jetzt besser. Ich kann's mir total vorstellen. Als ich Ruby zum ersten Mal traf, schrie sie, der kleine Mistkerl. Ich hab mich entschuldigt. Wollt ihr wissen, warum ich hier bin? Alter, nein. Chronisches Masturbieren. Willy, ich sag das jetzt für uns alle. Niemand wollte das hier wissen. Niemand. Was bedeutet das? Wachs bloß nicht. Also, vielleicht sollten wir was anderes auflegen zur Abwechslung? Clementine? Ich mag verschiedene Arten von Musik, glaube ich. Es gibt echt viele. Wie viele? Ja, wir haben genug davon gehört. Leg mal Jazz auf. Na, mir war nicht bewusst, wie viele schon weg sind. Erinnert ihr euch an Justin? Und Theresa und Jasper, das Mädel mit der bunten Zahnspange. Und Joey, Michelle, Lamar, Aaron. Sie hatte die Zahnspange. Alex, Dewey, Trey, Stephanie. Mann, wie viele von uns sind tot? 34. Wem gehört die Akte? Violet.
Sollen wir sie lesen? Ich könnte euch meine Geschichte erzählen. Also, warum ich hier bin. Nur wenn ihr wollt, sie ist nicht toll. Ich wollte, dass du es mir sagst. Meine Familie hatte Geld ohne Ende. Meine Eltern gaben mir alles, was ich wollte. Bis auf eins. Gesangsunterricht. Mann, ich flehte meinen Vater an, sagte ihm, ich wollte ein richtiger Musiker werden. Aber er meinte nur, man wird glücklich oder man wird reich. Beides geht nicht. Jetzt weiß ich, dass das eine blöde väterliche Lektion sein sollte. Aber ich hasste ihn deswegen. Also erteilte ich ihm eine Lektion. Ich hatte die Idee, die Ehe meiner Eltern kaputt zu machen. Das würde wehtun, oder? Also klaute ich die Kreditkartendaten meines Vaters und kaufte in seinem Namen alles Mögliche ein. Das ging über ein Jahr so. Wir waren so reich, dass er nicht mal merkte, dass ich ein Vermögen für eine erfundene Geliebte ausgab. Aber ich sorgte dafür, dass meine Mutter es merkte. Schickte ihr Belege für Hotelzimmer, Schmuck, alles. Sie stritten sich die ganze Nacht. Er leugnete es, sie glaubte ihm nicht. Ich saß in der Ecke und heulte, damit es echt wird. Als sie dann geschieden waren, sagte ich ihnen die Wahrheit. Ich sagte, man wird glücklich oder man wird reich. Beides geht nicht. Wisst ihr, die beiden hätten bis ans Ende ihrer Tage eine glückliche Ehe gehabt. Aber ich musste mich ja rächen. Eine Woche später kam ich her. Man sieht dir an, dass du es bereust. Sie haben gesagt, dass wir böse sind, Clem. Es war nicht gelogen. Und trotzdem hatten wir es nicht verdient, mitten im Wald von den Leuten zurückgelassen zu werden, die uns doch helfen sollten. Tut mir leid. Ich kann wohl keine Spiele organisieren wie du, Louis. Ach Quatsch. Wie du selbst gesagt hast. Clem muss wissen, mit wem sie in den Kampf zieht. Hey, ich hab eine Idee. Wenn wir Angst hatten, erinnert ihr euch, wie Minnie gesungen hat, um uns aufzuheitern? Natürlich. Ich habe das Lied mit ihr zusammengeschrieben. Könntest du es für uns spielen? Wenn Violet hier wäre, könnte sie es singen, aber... Ja. Ja, sehr gerne, Ten. Das ist für dich, Minnie. Thank you.
Ja, und somit ist das Video auch zu Ende, dieser Teil. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und verpasst kein Video mehr. Euer Splatterhead.